Kürbisbrot. Schnell, einfach und roh vegan. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video möchte ich dir ein cooles Kürbisbrotrezept zeigen, das vollkommen roh und vegan ist. Wir benötigen dafür einige wenige Zutaten und die stelle ich dir ganz einfach in die Videobeschreibung rein. Am besten wird das ganze Zeug klein geschnitten, zusammengehackt, gemixt und auf ein Dörrblech aufgestrichen und danach muss es einfach nur gedörrt werden. Bei einem gedörrten Brot ist es so, du solltest es nach einigen Stunden einmal wenden und danach weiter dörren. Das bedeutet, dieser Dörrvorgang dauert schon recht lange. Also bei mir sind es meistens so, je nachdem wie dick du das Brot aufstreichst und wie sehr du möchtest, dass es noch ein bisschen fluffig und weich ist oder dass es vollkommen knusprig wird, darfst du es eben länger oder kürzer dörren lassen. In meinem Fall waren das jetzt insgesamt mal 6 Stunden auf der einen Seite, dann habe ich das Ganze geswitcht und noch einmal 8 Stunden dörren lassen. Ich finde, es ist ein super köstliches Rezept. Man kann coole Dips dazu und am Abend einfach gut snacken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ich freue mich auch, wenn du auf die Glocke drückst. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.